So hier sieht es also in der Diäten- und Abnehmabteilung in meiner Buchhandlung aus. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ist es tatsächlich möglich, dass nach so vielen verschiedenen Büchern zur Ernährung wirklich jetzt auf einmal die einzig wirksame Diät, natürlich ohne Jojo-Effekt, gefunden werden kann? Wie kommt es, dass hier in der Buchhandlung so viele Bücher zur Ernährung stehen und Leute sie kaufen? Im Internet ist es allerdings noch viel krasser. Wenn ich jetzt einfach mal zu Amazon gehe und oben in der Suchleiste das Wort Diät eintippe, dann werde ich Tausende von Ergebnissen bekommen. Und wenn du jetzt eine sehr gute Leserin bist und sagen wir ein Buch pro Woche von diesen Büchern verschlingen würdest, weißt du, wie lange du dann brauchen würdest, um all diese Bücher zu lesen? Ganze 350 Jahre. Und wenn du jetzt dieses Video bis zum Ende gesehen hast, dann bin ich mir sicher, kann es dir 350 Jahre Lesen von langweiligen Büchern ersparen. Aber noch viel mehr als das. Es kann dir helfen, diesen ewigen Kreislauf aus Hoffnung, Enttäuschung, Selbstvorwürfen und Zweifeln zu überwinden. Und hier ist der Grund dafür. Wenn ich jetzt mal raten darf, dann würde ich sagen, dass du ein oder zwei Diäten bereits hinter dir hast. Und wenn du ganz ehrlich und tief in dich hineinhörst, dann wirst du wissen, genauso wie ich aus jahrelanger Coaching-Erfahrung mit vielen, vielen Frauen weiß, dass es keine Diät gibt, die dich einfach vollkommen automatisch und ganz simpel schlank macht. Es wird keine Diät geben, die durch irgendeine neue Zauberformel dich zum Abnehmen bringt. Abnehmen kannst du nicht durch irgendein spezielles Salz oder aus irgendeiner Methode von irgendeinem weit entfernten Urstamm oder aus irgendwelchen Himalaya-Kristallen. Das funktioniert alles nicht. Und das weißt du genauso gut wie ich. Bedeutet das jetzt aber, dass es auf der anderen Seite überhaupt gar keine Hoffnung gibt? Also, dass man einfach nur aufgeben soll, weil langfristig sowieso alles nicht funktioniert? Natürlich bedeutet es das nicht. Es bedeutet einfach nur, dass diese Hoffnung nicht in irgendwelchen wissenschaftlichen Supermethoden oder in irgendwelchen Wunderpillen liegt. Und trotzdem gelingt es auf der anderen Seite aber vielen Frauen durch mehrere so eine Aha-Erlebnisse auf einmal doch abzunehmen und das Gewicht und den niedrigeren Körperfettanteil auch dauerhaft zu halten. Meine Hoffnung an diesem Kurs für dich ist, dass du, genauso wie Claudia, eine meiner Teilnehmerinnen, es schaffst, dauerhaft diese Erfolge zu haben. Und wenn du jetzt bei mir diese eine Woche dran bleibst, dann verspreche ich dir, wirst du bereits viel besser gerüstet sein, als du es mit monatelanger Diät überhaupt jemals erreichen könntest. Und wenn ich selber halt nach dieser ersten Woche auch alles richtig gemacht habe, dann wirst du auch schon beginnen zu verstehen, warum es eigentlich so ist. Okay, jetzt lass uns gemeinsam in den Kurs durchstarten. Und bevor wir anfangen, möchte ich dir noch ganz kurz einige Irrtümer klären. Ja, dass du einfach schon von vornherein die größten Fehler, die ja immer wieder gemacht werden und immer wieder auftauchen, vollkommen vermeiden kannst. Los geht's! Ja, also ausprobiert habe ich, glaube ich, wirklich fast schon alles. Okay. Von den ganzen Dingen, die du auch beschreibst, ob das jetzt schlank im Schlaf. Also ich habe genau wie du es beschrieben hast in irgendeinem Video oder gelesen, ich weiß nicht, irgendwann hast du es auch mal gesagt, dass ich die Bücher von, ja, ich kann es nicht beschreiben, wie viele ich habe. Massenhaft Bücher, immer gerade das Neueste, was weiß ich hier, einmal Eiweiß von dem Model oder hier von wegen dieses schlank im Schlaf oder ja, Kohlsuppe hatten wir auch schon mal hinter uns gehabt. Ja gut, die Fit for Fun Diät, die finde ich eigentlich noch ganz gut. Da habe ich eigentlich auch alle Bücher. Das Letzte, was ich gemacht habe, war das von diesen, die auch mal hier so ein Interview von dir ausgefüllt, ziemlich viel. Da kam mal irgendwas schriftlich von dir. Da hatte ich auch ziemlich viel reingeschrieben. Das war das Letzte, da hatte ich mich auch angemeldet, bin da aber sehr enttäuscht, muss ich echt sagen. Also das Geld hätte ich mir sparen können. Okay. Weil er baut ja auch auf viel mit Eiweiß, viel mit Eier ist ja auch okay, aber man darf halt gar kein Obst essen und keine Milchprodukte. Und das war echt für mich dann sehr schwer. Also zu einschränkend dann so, ja, oder? Ja, auf jeden Fall, weil ich muss dir ehrlich sagen, jeden Morgen Eier, also ich mag es schon, aber immer, und ich esse auch gerne eigentlich Quark oder Joghurt mit Obst oder so. Jetzt mache ich immer Ja. diesen Shake von dir, den finde ich richtig gut. Okay. Sowas mag ich gerne. Und wenn du das Okay. dann über 10 Wochen gar nicht essen sollst, das ist,
Ja, besonders wir Frauen haben ja auch echt abends immer ein total schlechtes Gewissen, wenn wir uns sowas richtig Fettiges abends noch reinhauen. Bei mir war es zum Beispiel immer so ein richtig schönes Stück Rinderbraten, was ja wirklich sehr fettig ist. Und dann dachte ich halt immer, es ist total schlecht für mich, wenn ich das abends noch verputze. Besser wäre vielleicht ein kleines Stück mageres Putenfleisch. Und dann ja, war es wie so eine Art Teufelskreis. Ich musste das irgendwie essen, weil es so gut schmeckt. Und auf der anderen Seite hatte ich dann hinterher so ein schlechtes Gewissen und irgendwie auch gedacht, ich hätte gar keine Disziplin. Dass ich heute meine eigene Traumfigur habe, liegt eigentlich nicht daran, dass ich mir immer jetzt alles verkniffen habe beim Essen. Vielmehr ist es irgendwie so, dass ich das gelernt habe zu akzeptieren, dass ich dieses Bedürfnis habe beim Essen, auch essen zu können, was ich möchte und nicht immer nur denke, nee, es ist nicht mehr gut für mich, das, was ich jetzt esse. Vielleicht ist es ja bei dir ähnlich, dass du irgendwie ein schönes Stück Pizza oder vielleicht auch den Rinderbraten gerne isst. Und dann sollte man das auch tun und sich nicht immer nur alles verkneifen, weil man denkt, es wäre schlecht. Wenn du erkennst, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dann ist es eigentlich schon mal richtig positiv für dich. Weil dann kannst du erst dazu kommen, dass du es wirklich Schritt für Schritt ablegen kannst und dann bist du auf dem richtigen Weg. Und wenn du versuchst, wirklich mal beim Essen das schlechte Gewissen abzulegen und den Zwang abzulegen, dann wirst du immer mehr sehen, dass du Gewohnheiten entwickelst, die dir dabei helfen können, wirklich auch abzunehmen und irgendwann dann sogar deine Traumfigur erreichen kannst. Die entscheidenden Sachen beim Abnehmen habe ich durch dich gelernt, Kolja. Aha. Willst du noch irgendwas Intellektuelles dazu beitragen? Ich kann es ja versuchen, okay, also. Okay, im weiteren Video wirst du jetzt lernen, wie dieses Restraint Eating, also diesen Zwang zu haben beim Essen, auch wenn es sich um gesunde Sachen irgendwann nur noch handelt, dass du nur noch gesunde Sachen isst, weil du so unter Zwang stehst, selbst das kann zu Übergewicht führen durch den ganzen Stress, den man damit hat. Und ja, durch das entspannte Essen, was wir dir immer mehr und mehr zeigen werden auch im Video, wirst du dann nach und nach dein Gewicht abnehmen können und deine Traumfigur bekommen. Also bleib entspannt, bis gleich. Bei vielen Frauen, und zwar nicht nur mit denen ich zusammenarbeite am Anfang, sondern bei ganz vielen anderen Frauen auch, herrscht immer ein gewisser Zwang beim Essen. Das nennt man im Fachbegriff Restraint Eating, auf Deutsch so viel wie zwanghaftes Essen. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass immer, wenn ich irgendwas esse, mir irgendwie im Hinterkopf irgendwo Gedanken machen muss, oh Mist, das ist ja wieder bestimmt irgendwas, was mir mehr Hüftgold macht. Das ist ja wieder bestimmt irgendwas, was mich einfach hindert beim Abnehmen. Und wenn ich die ganze Zeit diesen Stress im Kopf und diesen Zwang habe, dann ist es das Schlimmste überhaupt, was passieren kann. Denn das führt langfristig zu Übergewicht. Es gab mal einen sehr interessanten Test dazu. Da haben einige Wissenschaftler sich einige Probandinnen einfach genommen, unter Laborbedingungen beobachtet und gesagt, hier habt ihr einen Zettel. Da habt ihr einen Bleistift und jetzt schreibt ihr einfach in den nächsten 5 Minuten einfach auf, was euch durch den Kopf geht. Also einfach alle Bilder, die auftauchen, schreibt ihr auf. Und dann haben sie am Ende noch einen kleinen Zusatz gemacht. Die haben gesagt, und immer wenn ihr an einen Eisbären denkt, dann müsst ihr sofort stoppen. Das heißt, versucht auf keinen Fall an einen Eisbären zu denken dabei. Ja, und du kannst dir vielleicht vorstellen, was dann die ganze Zeit passiert ist. Die haben natürlich ständig an diesen verfluchten Eisbären gedacht. Und genauso ist es beim Essen. Das heißt, wenn du die ganze Zeit rumläufst und in der Küche stehst und irgendwie im Restaurant bist oder wo auch immer und die ganze Zeit nur daran denkst, was du alles nicht essen darfst, dann denkst du unterbewusst die ganze Zeit daran und wirst immer mehr davon essen. Und das nennt man dann Restraint Eating, zwanghaftes Essen. Und warum das zu Übergewicht führt, ist ein ganz einfacher Grund. Denn Stress bedeutet für den Körper immer an erster Linie eine erhöhte Cortisolproduktion. Das heißt, Stresshormone werden ausgeschüttet. Was passiert früher, vor 30.000 Jahren, wenn dein Körper Stress ausgeschüttet hat? Du warst wacher, du hattest mehr Adrenalin im Blut. Du konntest, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Löwe in deine Höhle gerannt ist und auf einmal dich fressen wollte, du konntest wegrennen. Dein ganzes Blut, dein ganzer Körperkreislauf war voll unter Stress. Ja? Und dadurch hat dein Körper einen höheren Insulinausstoß gehabt. Ja? Und das Problem ist einfach, dass je mehr Stress du hast, desto mehr werden die einzelnen Körperzellen versuchen zu verhindern, dass dieses Insulin eingeschleust wird. Und je mehr und mehr Insulin wird dein Körper immer herstellen. Und irgendwann nennt der Arzt das
Insulinresistenz. Das heißt, deine Zellen können fast gar kein Insulin mehr aufnehmen. Und das wird dann immer schlimmer und schlimmer. Es werden immer mehr Fettzellen gebildet und es kann zu allen möglichen Komplikationen führen. Das heißt, dieses Stress ist nicht einfach nur so ein Hokuspokus oder so, sondern es hat ganz klare biologische Auswirkungen. Das Wichtigste also ist, sich keinen Stress zu machen. Das ist das Allerwichtigste am Anfang. Selbst zum Beispiel Sportstudenten wie Nathalie oder die Krankenschwester Janine Wrobbel, ja, die ja durchaus Wissen haben, hatten am Anfang einfach diese Sachen nicht beachtet. Das heißt, Wissen alleine bringt nichts. Es bringt uns nur was, wenn wir es auch anwenden können und wenn wir einfach anfangen, nach und nach die einzelnen Tricks anzuwenden, dass wir ohne Stress die Nahrungsmittel und die Lebensmittel zu uns führen, ganz egal ob im Restaurant oder zu Hause oder zu Besuch bei anderen, die uns ohne Stress zum Abnehmen bringen. Ja, früher habe ich auch immer total viele Diäten gemacht und war irgendwie total frustriert. Ich habe so viele Sachen ausprobiert früher. Zum Beispiel das erste, was ich gemacht habe, war Weight Watchers. War am Anfang auch voll cool. Ich habe gute Erfolge so gesehen und es hat auch Spaß gemacht, weil man hat da immer so Punkte zählen müssen. Aber irgendwann war das auch total nervig und da gab es so eine Sache, da konnte man Nudeln, Reis oder Kartoffeln für 4 Punkte essen. Das war eigentlich damals wenig, 4 Punkte. Und da habe ich, da durfte man davon so viel essen, wie man wollte. Und dann habe ich mir immer solche Riesenberge davon gemacht. Und saß dann da zu Hause mit so einem riesen Berg Kartoffeln und habe die dann halt so genüsslich gegessen, in der Ansicht, ich würde davon abnehmen. Was die Konsequenz leider war, dass ich dann abends irgendwie nur so halbtot im Bett lag und mich gar nicht mehr so gut bewegen konnte oder ich so träge wurde. Dann habe ich auch versucht, Low-Fat zu machen, beziehungsweise wenn ich irgendwas gekocht habe, dann habe ich in die Pfanne gar kein Fett reingemacht. Also ich habe einfach mir irgendwie ein Fleisch gebraten mit Wasser oder mit ganz ohne irgendwas. Also gar kein Fett. Und das dritte, was ich gemacht habe, war, dass ich abends ab 18 Uhr versucht habe, möglichst wenig zu essen oder vielleicht auch gar nichts mehr zu essen. Da bin ich manchmal mit einem knurrenden Magen ins Bett gegangen. Ich konnte nicht so gut schlafen. Aber was macht man nicht alles für die Traumfigur? Ja, und dann war das halt irgendwann bei Weight Watchers so, dass man jede Woche da gewogen wurde und da hatte man schon innerlich irgendwie so eine Anspannung auch. Und da habe ich mich davor immer gewogen und total verrückt gemacht, wenn das jetzt 0,2 Gramm mehr oder weniger waren. Und so ging das halt auch immer. Es ging mal hoch, runter mit dem Gewicht. Und es war irgendwann total nervig. Okay, hiermit hätten wir jetzt erstmal die Basis gelegt. Ich habe jetzt unter diesem Video noch für dich einen Download vorbereitet. Ein Download, wo du 3 leckere und einfache Rezepte machen kannst, einmal für zu Hause und einmal unterwegs, also die du im Restaurant bestellen kannst, die dir immer helfen werden, Fett abzubauen. Und du kannst davon so lange essen, bis du wirklich satt bist und zwar ohne Stress. Ist doch nicht schlecht, oder? Deswegen, wie gesagt, vergiss den Stress, ess dich einfach an diesen Lebensmitteln zum Beispiel erstmal satt und dann hast du jetzt hier unten schon mal 3 Rezepte, mit denen du anfangen kannst. Im nächsten Video dann morgen werde ich dir ein absolutes Geheimnis verraten, von dem, wenn du es mal zuerst gehört hast, denken wirst, wow, ey, darauf wäre ich bestimmt niemals selber gekommen und es wird dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen. Des Weiteren bekommst du im nächsten Video auch noch eine komplette Liste, wirklich so einzeln unten unterteilt, an Lebensmitteln, die du essen kannst, ohne Stress zu haben und ohne Angst zu haben vor allem. Denn denk dran, dann kommt wieder Stress und so weiter. Ja, um jetzt aber wirklich loszulegen, um wirklich Gas zu geben, ist es wichtig, eins zu wissen. Je schneller du und intensiver du ins Handeln kommst, desto schneller werden auch deine Pfunde purzeln. Das liegt einfach daran, weil dein Gehirn dann kapiert, aha, okay, sie meint's wirklich ernst diesmal. Ja, und bedenke immer, wir machen aber jetzt keine Diät, sondern wir ändern einfach Schritt für Schritt jetzt deine Lebensgewohnheiten so, wie es für dich passt, damit du für dich selbst abnehmen kannst und deine Traumfigur bekommst. Und damit du jetzt richtig Gas geben kannst und richtig motiviert bist, vielleicht zum ersten Mal auch so ein bisschen glücklich, möchte ich, dass du jetzt unter diesem Video, unten als so ein Kommentarfeld, einfach aufschreibst, was du heute gelernt hast und was du aus diesem heutigen Video vielleicht schon direkt anwenden kannst.
Das hat einfach den Hintergrund, dass natürlich noch viele andere Teilnehmerinnen, Freundinnen und andere Frauen dieses Video sehen werden und dann können sie unten einfach durchlesen, aha, okay, was hat schon die eine Teilnehmerin vor mir angewandt und wie kann ich eventuell schneller zum Erfolg kommen? Deswegen einfach für dich als Motivationsstartkick sozusagen, schreib mir unten in den Kommentar, was du als erstes anwenden wirst. Und ich freue mich schon wahnsinnig toll, dich im nächsten Video wiederzusehen. Und ich werde mal jetzt mit Natalie auch noch kurz quatschen, was wir im nächsten Video alles noch für dich zusammen Lustiges drehen werden. Ja, und dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal. Hat mir wie gesagt viel Spaß gemacht. Schreib unten den Kommentar. Dein Kolja Barkhorn. Ciao.